Thank you.
Einen wunderschönen guten Morgen, da bin ich wieder. Ja auch, grüß euch. So, was habe ich heute zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Gestern waren wir ja fleißig. Wir waren wie immer fleißig, wir sind ja wirklich immer fleißig. Und haben dem lieben Wallewudel so einiges verpasst. Angezogen ist er jetzt. Haare hat er jetzt auch schon. Ziemlich viele, aber nach reiflicher Überlegung und mehrfachem Draufschauen kam ich zu dem Schluss, er braucht noch mehr Haare. Also, heute machen wir ihm eine tolle Frisur, setzen noch mehr schöne Strähnen drauf auf den Kopf, dass oben noch schön dicht wird. Und dann mache ich noch mehr auf Friseur und schneide es ein bisschen zurecht. Das ist der Plan für heute. Dann würde ich sagen, rein mit uns. Mitten rein, hier sitzt er schon. Ja, hier. Zack. Hier sitzt er bequem. Ich verliere schon wieder Haare, sowas. Hier unser Kämmwerkzeug. Das werden wir heute noch ein paar Mal brauchen. Wir mischen wieder Wolle zusammen. Wir haben hier das Ocker, wir haben hier das Grün. Die Mischung für unsere Haare hier oben. Schnappen wieder ein bisschen Ocker. Ein bisschen Grün. Ungefähr 1:1. Das ist ein bisschen viel Grün. Nehmen wir wieder ein bisschen weg. Drauf damit. Und dann runterkämmen. So. Und dann bin ich schon gespannt, wer heute alle dazu stößt. Gestern war es ja wirklich... Hoppala. Entschuldige, ich wollte dich nicht umschmeißen, Walli. Gestern war ja speziell am Nachmittag irrsinnig viel los hier. War irrsinnig lustig. Hat irre Spaß gemacht. Schauen wir mal. Der Tag ist jung. Ich bin noch frisch. Ihr hoffentlich auch. Schau mal, was der Tag bringt. Aber immerhin, es ist Freitag heute. Wenn ich mich nicht total vertue, korrigieren Sie mich. Das heißt, das Wochenende steht vor der Tür. So, eine schöne Strähne hier. Da kann der Tag ja eigentlich nur noch gut werden, oder? Sehe ich das falsch? So, setz dich wieder her, mein Schatz. Schön einzwirbeln hier. Und zwecks Durchblick. Brille drauf, dann sehe ich, wo ich dich da verschönere. So, machen wir die. Nimm mal die Zarte. Und heute fühlt sich eigentlich wirklich nur noch hier oben Strähne für Strähne an, dass das wirklich schön dann auch noch hoch steht. So eine richtige igelartige Frisur. Weil im Moment hängt mir das alles noch ein bisschen zu sehr runter. Es schaut ja schon nett aus, weil finde ich das toll. Dass es hinten immer noch so schön strähnig bleibt, obwohl er jetzt schon mehrfach hinten aufgelegen hat. Ich hoffe, das hält möglichst lang. Sonst muss ich dann immer wieder mal mit nassen Fingern durchwuseln, durchzwirbeln.
Denn daher hat Wallewudel dann auch eigentlich den Namen. Ich hatte eben vor den Augen so eine kleine, dicke, trufte Figur. Und dann mit wallenden, verwudelten Haaren, dann ist es der Wallewudel. So einfach ist die Geschichte. So komme ich oftmals auf Namen. So, gehst du als Strähne durch oder bist du zu dick? Ja, das da drüben geht auf jeden Fall als Strähne durch. Beim Kämmen legt sich ja die Wolle da so herrlich um die Nägel herum. Dann habe ich unten so einen dicken Teil, oben das ausgefranste Teil und das ist wunderbarst geeignet, um hier eben diese Strähnen zu setzen oder wenn man es ein bisschen weiter auseinanderzieht, Fell. Fell bei Tieren dann zu setzen. Wieder in der Mitte drauf. Und fest da rein. Ich finde das so knuffig, wie er da sitzt. Ich finde ihn überhaupt knuffig. Oh, die sind ein bisschen dick, die werde ich einmal in der Hälfte auseinanderziehen. Dann habe ich gleich zwei Strähnen. Und ich mag das, dass man einmal ein bisschen mehr Grün und ein bisschen mehr von dem Ocker sieht. Das ist so richtig schön wild. Wild unordentlich. Vielschichtig. Nächste Strähne. Bin gespannt, wie lange ich da noch sitze, bis das fertig ist und wie viele Strähnen ich dann wirklich brauche, bis ich mich zufrieden gebe damit. Und ich muss halt aufpassen. Erstens auf die Finger, wie üblich. Und außerdem, dass wenn ich das immer hier in der Mitte ansetze, ich nicht irgendwann einmal so ein Türmchen habe. Also schön tief reinfilzen. Dass sich das dann nicht großartig aufbaut. In der Mitte. Da schwirrt eine Fliege rum und die segiert mich. Ich krieg sie einfach nicht raus. Aber ja, bei dem Wetter würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Fliege draußen sein wollen. Herin, ist es schön warm. Draußen ist es heute doch, glaube ich, wieder ein bisschen frisch. Also nicht wundern, was hier vorbeifliegt, ist nur so eine kleine knuffige Fliege. Lass dich da noch zwirbeln.
Unbedingt will die Strähne nach oben. Na, dann soll sie. Auch ja, E-Strähnen, die nach oben zeigen. So. Na, da ist sie wieder. Fliege, verzieh dich. Guten Morgen, Kairos. So. Heute ist Friseur angesagt hier. Die mittlere, da kann ich tiefer reinpieksen, ohne dass ich Angst haben muss vor dem Draht darunter. Das da in der Mitte wieder ein bisschen. Du bleibst draußen, Strähne, du darfst zwar nach oben, aber nicht nach innen. Fliege, verzieh dich. Gehst du weg? Menno. Ich weiß, dass bei mir gemütlich ist, aber trotzdem, such dir ein anderes Plätzchen. Du lenkst ab. Ja, da hinten kannst du sitzen bleiben. So. Das ist so eine kleine Fliege, die hat uns ja gestern schon genervt. Ist immer noch da, die will nicht raus. Sie hatte lang genug Zeit, ich habe das Fenster lang genug zum Lüften offen gehabt. Aber sie wollte nicht raus. Dann bleibt es halt da. Müssen wir hin in die Richtung. Ich habe gesagt, bleib sitzen da hinten. Geh doch weg. Schnucki. Ich habe noch den Fliegenpilz. Da sitzen jetzt sitzt die Fliege am Fliegenpilz. Bleib sitzen. Da sitzt du gut. Da siehst du viel. Da kannst du mir auch zuschauen, Fliege. Deine Haare sehen auch noch nicht anders aus. Guten Morgen, Lore. Entschuldigung. Guten Morgen, Lore. Ja, ich habe mir gedacht, heute auch zur Feier des Tages, ich mache mir heute auch mal. Oh, guten Morgen, rote Orchidee. Grüß dich. Ich mache mir heute auch mal eine bisschen aufwendigere Frisur und habe mir zwei Zöpfchen gemacht. Alles fit bei euch. Ich habe hier Spaß mit einer Fliege. Die schwirrt hier rum. Ich warte nur noch, bis auf dem Mikrofon landet. Und euch was vorsummt. Aber das ist so eine kleine knuffige. Die darf auch mal bleiben. Na dann guckst du einfach nur. Ist überhaupt kein Problem. Fliege, du lenkst mich so ab. Die macht mich wahnsinnig. Die schwirrt da hinten rum jetzt. Ja, man sieht's. Die kleine? Ach, bleibst halt da. Ja, ist so schön, ich kann doch nicht mal einer Fliege was zuleide tun. Bleibst halt da. Schaust halt zu.
So. Also drauf schauen, es wird schon. Es wird schon schön dicht da oben. Aber da bisschen was, ganz klein bisschen was fehlt noch. Schauen wir mal, wo wir vielleicht noch was dazwischen reinsetzen. Ich glaube, da setze ich noch was da vorne dazwischen rein. Dann setze ich mal hier. Das Gute ist ja, dass ich jetzt den Wallewudel dann fertig habe, dass ich mich dann auch anfangen kann, um die Kulisse zu kümmern. Denn ausgehend von seiner Größe werden natürlich dann die entsprechenden Möbel gestaltet, die Hütte von der Höhe her, wo müssen Fenster hin, wie hoch muss eine Tür sein und so weiter. Und das ist leichter, wenn man ihn mal fertig hat. Das will ich an ihn anzupassen. Zum Sitzen reichen dann noch so kleine Hocker. Das wird cool. So, also die Strähnen machen wir auf jeden Fall noch. Und dann schauen wir mal. Da noch eine rein. Da drüben werden wir noch eine dazwischen schieben. So, hinsetzen. Er sitzt so schön. Das ist. Es ist immer so herrlich, dass das alles so schön funktioniert. Dann hoffe ich mal, dass das beim Drehen später auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nicht, wird wieder improvisiert. Da auf jeden Fall noch eine. Das wird die hier.
Schauen, die werden wir ein bisschen, ups, ein bisschen nach hinten ausrichten. So. Dann noch hier drüber was. Werden wir auch da drauf tun. An der Stelle. Dann stehen die hier in der Mitte schön hoch. Genauso wie ich es gern haben möchte. So, gehst du als Strähne durch. Jo. Das geht sich aus. Schön wieder verzwirbeln. In der Strähne ist was drin, was nicht reingehört. Komm. Sehe es nicht mehr. Wenn ich es nicht sehe, stört es mich auch nicht. Fliege ist auch gerade weg. Sehr gut. Bleiben mal sitzen hier. So, da stehen die Haare schön weg. Fliege. So, fehlt noch was. Da kommt noch eine rein. Mindestens noch eine. Vorne. So. Zack. Zack. Solange mich die Fliege nicht so ablenkt, dass ich mich piekse, ist es ja okay. Aber ich werde jetzt sicher nicht cartoonartig anfangen, hier herumzurennen und eine Fliege zu jagen, um sie einzufangen und nach draußen zu befördern. Nö, nö. Gell? Musst halt da bleiben, Fliege. Dann da nach vorne auch noch eine Strähne.
Diese Fliege. Brauchst dich gar nicht anschleichen, ich sehe dich. Jetzt aufpassen, dass ich die Strähne da oben nicht weiter rein steche, sonst ist sie futsch. Und das wäre ja schade. So. Die steht ein bisschen zu weit nach vorne. Ja, so ist es besser. Hier darüber. Du gehörst eher darüber. Und dann brauchen wir doch wieder eine danach vor. Drinnen sortieren. Mal schauen, ob es überall was ist, wo was hingehört. Ja, dann noch so quer durch. Da noch so quer durch. Behaupte ich jetzt mal. Mal wieder eine mit ein bisschen mehr Ocker. Passt da gut rein, da ist eh sehr viel Grün. Das lockert das Ganze wieder ein bisschen auf. So. Mach Platzfliege. Gut, hört nicht. Das funktioniert nicht bei Fliegen. Mist. Komm, weg da. Nicht auf mir herumkrabbeln. Nicht auf mir. Zuerst die. Die ist ein bisschen mehr Ocker, die ist ein bisschen mehr Grün. Die Ockerne möchte ich lieber oben, die Grüne möchte ich auf der Seite. Prost!
So, hier zwischen rein. Und die Haarsträhne noch. Zack. Machst du halt den Co-Moderator hier, Flieger, oder wie? Dann erzähl mal einen Schwank aus deinem Leben. Und schon ist sie weg. Nein, da ist sie. Mist, hat auch nicht funktioniert. So. Und fangen wir mal an, die ein bisschen zurechtzuschneiden und dann sehen wir eh noch genauer, ob es dann passt oder ob dann noch irgendwo Tränen rein können. Hat immer noch eine rein. Die Stelle wird irgendwie nicht dichter gefühlt. Oh ja, eine setzen wir jetzt noch rein. Eine setzen wir da jetzt noch rein. So. Eine Stelle hier gehört noch gefüllt. Da kommt noch eine Strähne auf jeden Fall rein. So. Genau hier. Ein bisschen hoch. Ja. Okay. Überredet, dahinter auch noch eine. Aber dann. Dann gebe ich mal da drüben ein bisschen was raus. Das könnte es dann wirklich gewesen sein. Schauen wir mal. Ja, die steht schön hoch. Ich glaube, das war
Jetzt wirklich die ausschlaggebende letzte Strähne, die es schaffen könnte, dass ich jetzt endlich zufrieden bin. So. Das klappe ich mal zusammen, lege es auf die Seite. Die Fliege hat sich jetzt auch brav wieder auf dem Fliegenpilz niedergelassen und bleibt dort jetzt hoffentlich. Bleibt dort einfach sitzen. Die schwirrt da schon die ganze Zeit rum und nervt ein wenig. Und hier hinten schneide ich mal das, was hier hinten zu lange ist, ab. Muss gar nicht so viel sein. Hier an den Seiten. Ecke. Husch, 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 husch. Ich muss mich da konzentrieren. Da kannst du auch sitzen bleiben. So. Hier vorne auch. Schnucki. Husch. Was ist mit dir? Bin ich so interessant? Sie steht auf mich. Geh weg. Komm, komm. Ich meine, ich hoffe, dass ich interessant bin, sonst wäre sie ja nicht hier, aber wir fliegen. Da rennt doch was schief. Bin frisch geduscht, also am Geruch kann es auch nicht liegen. So. Dann muss ich jetzt wirklich aufpassen, dass ich nirgends zu tief schnibbel. Die Obenkern gekürzt, würde ich mal sagen. Hier. Nipp. Da kann ich wirklich schön jede einzelne Träne ein bisschen kürzen. Ich höre es nur summen gerade. Geh weg. Du nervst. Setz dich irgendwo hin und gib Ruhe. So. Wieder vorne. Halte ich ein bisschen schräger zu. Ja. Geht dann noch ab, du stehst noch ab. Ich werde mal die Unterlage weggeben. Die da vorne sind auch noch ein wenig lang.
So, und wie passt du da ins Bild? Du kannst auch ein bisschen gestutzt. No. An den Seiten und vorne wird es nochmal schön interessant. Ich glaube, da könnte aber auch noch was reinpassen. Da ist auch noch so eine kleine Lücke. Oder noch mal schön zwirbeln für eine schöne Strähne. Genau da passt du rein. Jo. Sehr schön. Okay, die können wir ein bisschen kürzen. Die können wir ein bisschen kürzen. Da ein wenig. Und Richtung vorne dann aufpassen, nicht dass zu kurz wird. Wenn beim Friseur mal was in die Hose geht, wächst es ja nach, aber bei ihm müsste ich es dann nachsetzen. Und selbst kommt da nichts nach. Schnipp, schnipp. Ins Auge soll es da nicht hängen, nur ein wenig Richtung Stirn. Die auch noch zu lang. Ein beherzter Schnitt, schon ist es weg. So. Kontrollblick. Ja, steht schön weg. Mein Zerwusel da. Genau so stelle ich mir einen Wallewudel vor.
Ein wenig Spitzen schneiden. Nicht zu viel. Nur die Spitzen. Ja. Ein Stückchen können wir das kürzen. Bei den Ohren. Die ist noch recht lang. Aber gleich zur anderen Seite. Das ist irgendwie auch, aber die gehört nach oben. Die Strähne gehört nach oben, aber die können wir auch kürzen. So. Ich glaube, das geht. No. Prost. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, man kann die Frisur jetzt so lassen. Da werde ich nachher schön drüber saugen. Da liegen jetzt massig Fasern herum. So, da. Das war die Konzeptzeichnung. Und ich glaube, die Frisur kommt da recht gut. Sogar noch besser, als ich erwartet hätte. Da dran. Ich mag die Ohren. Kann mir nicht helfen, ich mag ihn. So, da stehen noch ein paar Fasern weg, so über die Augen. Die nehmen wir noch schön weg. Und dann möchte ich noch was probieren. Damit die Augen noch ein bisschen besser wirken. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Probieren wir es aus. Bei mir wird ja viel probiert. Und dann sehen wir, ob der Plan aufgeht. Und zwar möchte ich probieren, keine Ahnung, seltsame Dinge passieren hier, vielleicht war es die Fliege. Ich möchte probieren, ob ich nicht sowas wie Wimpern hinbekomme, dadurch, dass er so helle Augen hat und diese helle Hautfarbe, die hellen Haare dazu, wirkt das Ganze ein wenig blass. Die Augen wirken auch noch recht klein. Die dürften ruhig größer ausschauen. Und da will ich jetzt was probieren. Ich habe noch eine Mischung aus diesem Grün und dem Braun. Das ist ja schön dunkel und passt aber farblich doch auch zum Gesicht.
Und dann möchte ich jetzt probieren, ob ich so einen ganz dünnen Strang zusammenbringe, wo ich auf der einen Seite die Fasern rausschauen lasse und ob ich das an die Augenlider noch dran kriege. Muss man probieren. Das ist eine ziemlich kleine Fitzelarbeit. Und ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert und wie es ausschaut. Wenn es nicht gut ausschaut, dann lasse ich es weg. Wenn es gut ausschaut, haben wir gewonnen. Danke, Lore. So, dazu mache ich mir so eine ganz dünne Träne hier. Da. Zieh die Wolle da auseinander. Muss immer nur aufpassen. Vorsichtig ziehen, damit ich sie nicht auseinanderreiße. Da. Dann einmal wurzeln. Dann lege ich es hier an auf der Unterlage. Und fülle es jetzt mal hier durch. In eine Richtung. Und hoffe, dass sich da jetzt schön Fasern nach unten durchlegen, die dann gleich als Wimpern fungieren. Mache das jetzt einfach mal das ganze Bändchen entlang. In der Hoffnung, dass dann irgendwo brauchbare Stellen dabei sind. Wir brauchen ja zwei, zumindest pro Auge. Ich denke, wenn man es am oberen Lid macht, wird es reichen. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich muss es ja dann auch ganz vorsichtig nur anfilzen, dass gerade hält, nicht zu dominant auch ist. Probieren. Vielleicht ist das mal wieder so eine Sache, wo man es probiert und dann drauf kommt, das ist ein Blödsinn. Aber zumindest kann ich sagen, ich habe es probiert. Und wieder was dazugelernt. Die Frage ist ja auch, ob sich das jetzt schön abziehen lässt oder ob sich dann gleich wieder zerlegt. Das ist halt wirklich so ein auch dünner Strang. Aber ja, für die kleinen Augen darf es halt nicht so dick sein. So, ich ziehe es da jetzt mal runter. Ganz vorsichtig. So, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, es haben sich Fasern durchgedrückt. Gut, das war zu erwarten. Aber die Frage ist, ob das so geht. Ich kann sie dann auch noch zurechtschneiden, damit sie nicht zu lang sind. Aber es könnte gehen. Schauen wir mal. Wenn ich das jetzt hier dran halte. Oh ja, das wird wirklich cool ausschauen. Okay.
Wir haben jetzt ein langes Band, da können wir ja viel probieren. Das Endstück hier schneide ich mal weg. Das ist zu ausgefranst. Auch noch. Und dann nehmen wir mal so ein Stück. Lege es mal hier. Zelle. Sieht man das? Hier stehen halt dann wirklich schön Fasern oben weg. Leg dich mal hin. Hier stehen schön die Fasern weg. Und das untere müsste ich jetzt halt an das Augenlid versuchen dran zu filzen. So, wie nehmen wir dich da? Finde ich ein bisschen gerade nicht so einfach, die richtige Position zu finden. Bisschen kopfüber. Kann ich dich da wieder ein bisschen stabilisieren? Ja. Man muss sich einfach nur zu helfen wissen. Ja. Jetzt wird's interessant. Fange ich an zum Zittern. Jetzt muss ich wirklich ganz vorsichtig und ganz zart arbeiten. Ich will mir ja das Augenlid nicht kaputt machen. Muss nicht den richtigen Winkel erwischen. Ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht. So. Ja. Und ich muss auch aufpassen, dass ich es nur ans Lid unten dran, also an diese ganz zarte Linie da dran filze. Und nicht ans Auge. Eieiei. Ich kann euch sagen, ich bin gerade nervös. Das sind die Momente, da kribbelt's. Da kribbelt's, da kribbelt's. Und da stört dann natürlich auch jede Faser, die da irgendwo wegsteht und dort nicht hingehört. Upsi. Das Äuglein noch ein bisschen freischneiden hier. Da wirklich ganz wenig Spielraum. Und versucht es jetzt eben so von unten leicht innen an das obere Augenlid anzufilzen.
Und muss natürlich auch aufpassen, dass ich eben dieses Ausgefranste, was nach vorne steht, nicht mit reinfilzt, sonst ist das weg und dann ist dieser Wimperneffekt futsch. Kann ich das Lid dann noch schließen? Ja, das kriege ich hin. Sogar noch besser durch die Wimpern. Kann es auch wieder aufmachen. Kann es groß machen. Halten würden Sie? Sind Sie jetzt nur ein wenig lang für einen Kerl? Das ist echt eine Fitzelarbeit. Hallo Firefly, einen wunderschönen Vormittag. Auch dir. Ich versuche da gerade Wimpern zu setzen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, die Augen wirken noch zu klein. Und das bei den Augen hier ist natürlich eine. So eine Pünktchengeschichte. Ja, ich finde auch, mit den Haaren schaut er gleich viel jünger aus. Noch die Frage, kann ich dann das Auge auch noch schön bewegen? Ja, kann ich auch noch schön bewegen. Also an Beweglichkeit haben wir nichts verloren. Aber ich finde, an Ausdruck haben wir gewonnen. Es wirkt schon größer als das andere im Vergleich. Da setzen wir es aufs zweite Auge auch mal drauf. So, zweites Auge. Weiß ich dich nicht zusammenquetschen. Und zwar die ganze Arbeit umsonst. So.
Wie spät haben wir es denn? Hallo, es ist gerade mal nach 10 und mein Magen knurrt zum ersten Mal. Gibt's ja nicht. So, nächste Augenoperation. Es ist nicht so leicht, daran zu kommen. Legst mal das wieder rein, dann wackelst mal da hinten nicht so herum. Schere lege ich sicherheitshalber auch wieder weg. So. Oh, Dankeschön. Ich krieg gerade Nervennahrung. Schokobananen. Mahlzeit. Du hast ja nur Angst, dass man meinen Magen knurren hört. So. Mit vollem Mund kann ich nicht reden. Eieiei. Ich glaube, ich muss dich ein Stückchen weiter rüber drehen. Ich habe ja noch ein paar Holzspieße. Werden wir da schon irgendwas zusammenbasteln? Dass nur du dort bleibst, wo du hinkörst. Damit ich da gut arbeiten kann. Und wenn ich damit fertig bin, schule ich um auf Gehirnchirurg. Boah. Diese kleinen Arbeiten sind ein Wahnsinn. Vielleicht lege ich mir irgendwann einmal so eine Lupenbrille zu, dann sehe ich noch besser. Ich hätte ja eine Lupenlampe, aber die wollte ich hier noch nicht montieren. Aber so eine Lupenbrille wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Es ist wirklich die Schwierigkeit, unten dieses Lid zu treffen, ohne in den Augapfel darunter zu pieksen. Und trotzdem muss ja fest genug draufgefüllt sein, dass es sich nicht löst. Gehst du rein da? Geh doch rein da. Ich
Ja. Hältst du hier? Ich glaube schon. Lässt du dich bewegen? Ja. Und dann schneiden wir es auch wieder ein bisschen kürzer. Dann im direkten Vergleich noch mal. Ja, das schaut besser aus. Das ist noch kürzer. Das geht noch weg. Jetzt wäre ich gerade noch zum Stylist. Ja. Ganz vorsichtig. Komm da nicht gescheit hin. Randale. Noch mal schauen. Auge lässt sich schön bewegen. Wir haben eine sanfte Linie drüber. Und ich finde, die Augen wirken jetzt eine Spur größer als vorher. Nicht ganz so bewimpert, aber das muss er ja eh nicht sein. Sonst schaut er, glaube ich, ein bisschen aus wie ein Travestiekünstler. Und das ist für ihn einfach nicht vorgesehen. Er hat da eine andere Rolle, die er spielen soll im Film. Spielen soll im Film. Auch ein Schluck. Die Schokobanane verklebt. Prost. So, na. Dann würde ich mal sagen, kleiner Freund, du bist soweit fertig. Streck mal die Beinchen wieder aus. Da hält alles, da löst sich nichts.
Sag's, wie es ist, ich bin zufrieden. Guten Morgen, Stiefelbär. Hallo. Schön, dass du heute auch wieder da bist. Na, wie gefällt dir der Wallewudel? Ich habe ihn gerade für fertig erklärt. Mach's mal so. Der kleine Dicke mit Haar. Schön zerwuselt. Ein bisschen zurück. Schuhe mit Schnürsenkeln. Hose mit Hosentaschen. Wundervolle Hosenträger. Eine Wahnsinnsfrisur. Mein Hauptdarsteller ist fertig. Dann muss ich mir jetzt glatt überlegen, was ich als nächstes mache. Ich hatte nicht gerechnet, dass ich so schnell fertig bin. Ich habe gestern ja ziemlich lange mit den Haaren herumgetan, aber. Mache ich da wieder her. Geht von selbst. Die Frisur ist klasse. Ich habe mir echt nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ich habe echt geglaubt, die Strähnen, das wird man nicht gescheit halten, aber das ist richtig gut geworden. Man muss halt wirklich viel ersetzen. Also es ist da oben gehört dann noch viel drauf, damit es dann da oben auch noch schön in alle Richtungen wegsteht. Den super. Er darf dann heute wahrscheinlich gleich, wenn das Wetter passt, spazieren gehen mit mir. Und dann werde ich ein bisschen Echtlichtaufnahmen machen. Ich werde auch noch die ganzen Fusseln, die da so weg oder lange Härchen, die da wegstehen, wegschneiden. Wie gesagt, das sieht man einfach bei Tageslicht noch viel besser und kann man das noch viel besser machen als da. Weil da sehe ich auch, was wegsteht. Aber wenn schon, denn schon, ich muss sowieso mit ihm raus, dann mache ich das draußen. Er darf sich da jetzt mal herstellen. Und darf weiter zusehen und ich überlege schnell, was. Stimmt, ich wollte mir ja für mein Trinkglas einen Untersetzer machen. Und ich hatte die Idee, ich könnte das Ganze mit einem Fischmotiv machen. Farben, die ich da liegen habe, die würden auch passen. Ich zeige euch mal kurz was. Sekündchen, bin gleich wieder da. Ich zeige euch hier mal wieder eine Figur, die ich mal vor längerem gemacht habe. War auch für einen Film, falls schon mal jemand sich den Adventkalender von 2021 angesehen hat, dann kennt er die vielleicht. Die Meerjungfrau. Und ich dachte mir, ich mache mir einen Untersetzer mit Fischmotiv, eben auch in annähernd diesen Farben. Und das, was hier rumliegt, kommt dem schon sehr nahe. Dann nehme ich mal sie gleich als Vorlage. Ja, Wallewudel darf ich vorstellen, das ist eine Nixe. Die hieß damals Wallanella. Und die Wimpern brauche ich nicht mehr, das kann ich alles da auf die Seite legen.
So, was brauche ich denn vielleicht noch? Ich habe das Grün. Ich kann das Braun ein bisschen verwenden. Ich habe das helle Grün. Das kann ich verwenden. Das kann ich alles zusammenmixen. Sie war ein bisschen mehr noch in Richtung Grau. Könnte aber noch das Ocker ein bisschen reinmixen. Dann hole ich mir vielleicht noch. Wie mache ich den Untergrund? Blau. Den könnte ich blau machen wie das Hemd vom Wallewurl. Ich glaube, das könnte anders gut zusammenpassen. Ich finde, er passt ja. Da, das Grün auf das Blau passt gut drauf. Wenn ich sie jetzt auf das Blau lege, passt das? Ich glaube schon. Ich sage jetzt einfach mal so, das passt. So, dann hole ich mir noch ein bisschen Blau. Sekunde. Und ist sie wieder weg? Nein, da muss ich in die Richtung. Moment. Alles nicht so leicht. Liebste Wolle, komm mal her. Lass dich da auseinanderziehen. Komm. Komm, 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 komm. Komm. Zack. Dann schauen wir gleich mal nach ein paar Einschlüssen, die wir da rausholen können. Sehe ich da noch irgendwas? Da ist nur eine dunkle Faser. Da ist noch eine dunkle Faser. Mehr sehe ich da mal nicht. Dann hier. Das zweite Stück lacht mich was Dunkles an. Was damit? Da noch. Na, wie geht's dir heute, Stiefelbär? Alles okay? Hoffe schon. Na, zumindest das. Das ist ja schon mal ein Anfang.
Wenn es zumindest okay ist. Ja, da ist noch. Da ist noch was. Und da noch eine Kleinigkeit. Dann haben wir's. So. Dann lege ich hier die Lagen schön übereinander. Das wird unsere Basisform. Und jetzt werde ich mal die Rückseite verwenden. Die ist ja noch jungfräulich. Die werden wir jetzt mal einweihen. Ein bisschen schauen, dass von der Jute nicht irgendwelche langen Fäden rausstehen. Die zupfen auch noch weg. Nicht, dass wir uns die da gleich reinfilzen. So. Also, ich habe mir da jetzt diese zwei Lagen, die ich da aussortiert habe, übereinander gelegt und ein bisschen rund gezupft. So. Dann filze ich sie mal. Sie soll rund werden. Überraschung. Filze ich sie mir hier mal rund grob an die Unterlage an. Einmal quer durch. Dann die Ränder nach innen. Festfilzen. Also für den Anfang einfach nur mal fixieren. Und ich werde mir das Motiv vorab drauf nadelfilzen und ich werde das Ganze dann aber nochmal nass nachfilzen. Fliege, bist du auch wieder da? Ich werde heute von einer Fliege umschwirrt hier. Da ist sie. Ich bringe die einfach nicht an. Der gefällt so bei mir. Aber ich sag's gleich nochmal dazu, ich bin frisch geduscht, also am Geruch ganz nicht liegen. Ich ziehe noch nicht die Fliegen an. Aber ich bin scheinbar so harmlos, dass die sagt, bei der gefällt's mir, da bleibe ich. Draußen ist zu kalt, herinnen ist es kuschelig, da bleibe ich. Was soll ich da dagegen sagen? So. Das Blaue ist mal einigermaßen in rund gezogen. Und hier mal vorgefilzt. Ich ziehe es mal ab, ziehe es nochmal zurecht. Drehe es mal um, weil das ist jetzt die schönere Seite. Und dann lege ich mir einen Fisch so herum. Nichts Dramatisches. Fang mal mit dunkel hinten an.
orientiere mich da jetzt einfach mal ein bisschen an dem Verlauf von ihr. So, bisschen dunkelgrüne Wolle. Jetzt nehmen wir die gelbe. Und fange hier mal an mit einer Flosse. Fange halt diesmal von hinten an. Sonst fange ich immer beim Kopf an, aber diesmal fange ich jetzt von hinten an, einfach so. Dann nehme ich ein bisschen von dem hellen Grün. Ein bisschen was vom dunklen Grün. Mix die zweimal ab. Hab dann ein mittleres Grün. Das kann ich dann da unten dran legen. Bild ein bisschen in die Schwanzflosse hinein. Und ziehe das dann hier am Rand entlang. Wird schlanker hier. Da. Also das ist jetzt wirklich nur so eine ganz kleine, schnelle Kleinigkeit. Da legt das hier rum, dass der Fisch dann so rum schaut. Einfach nur mal so anfilzen, damit es grob hält. Ja, dann nehme ich mir ein bisschen mehr von dem hellen Grün. So geht es dann da weiter. Da fehlt sich natürlich auch wieder ein bisschen hier drüber, über das Gemixte. Dann habe ich da wieder einen schönen Verlauf. Und das muss jetzt wirklich keine total dicke Lage sein, sondern einfach nur hier mal schön entlang. Leicht angefilzt wird durch das Nassfilzen, nachher verdichtet sich es ja eh nochmal. Und der Magen knurrt. Ich gönne mir noch eine Schokobanane. Mahlzeit. Ich mag das Zeug, muss mir nur aufpassen, dass ich nicht zu viel esse.
Wenn man mal anfängt, kann man so schwer aufhören. Danke, Karos. So, und den Kopf machen wir gemischt. Ja, nehmen wir ein bisschen weniger. Gemischt das Helle hier mit noch ein bisschen Grün. Und dann sind wir eh schon schön drumherum. Wieder abmixen. Man kriegt ja die tollsten Farben zusammen, wenn man da fröhlich mal ausprobiert, was man wie mixen kann. So. Das kommt da vorne dran. Hier wieder im Übergang. Und hier vorne schaue ich dann, dass ich mir da gleich den Kopf modelliere. Da war so eine dicke Faser, die gehört da natürlich nicht rein. Die würde sich nur wieder querlegen. So. Dann, was dann? Flossen werden wir brauchen, Augen werden wir brauchen, Maul werden wir noch ein bisschen ausarbeiten. Dafür könnten wir dann das Braun verwenden. Oder nehmen wir Grün? Nein, ich glaube Braun. Oder die Mischung Braun-Grün. Da habe ich ja noch ein bisschen was. Nehmen wir mal die Mischung Braun-Grün. Ein dünnes Bändchen. Geh mal ein bisschen näher. Oh. Sieht man es gleich ein bisschen besser. Ein wenig höher. Da brauche ich eigentlich gar nicht so viel. Einfach hier vorne. Nehmen wir die feine Nadel, da kann man schöner zeichnen. Hier vorne. Einen schmalen Strich. Wenn er zu breit ist, kann ich natürlich noch ja, das Grüne wieder ein bisschen nach oben ziehen. So. Für das Auge
Das nehmen wir für das Auge. Nehmen wir mal hell. Ich versuche es mir gerade fertig vorzustellen. Ich sehe hier vor dem geistigen Auge so ein halbes Auge. Also nehme ich da mal ganz wenig von dem hellen. Leg das hier an und bilde hier so ein helles Auge an. So. Das quasi darüber schaut. Und dann sehe ich, oder? Oder weil ich hier ein bisschen mehr brauche. Dann sehe ich vom geistigen Auge hier. Das zweite Auge, das in die Richtung schaut. Das kommt mal hier drauf. Schön rund. Also zuerst zusammen gedreht auf ein kleines Kugel und dann hier drauf. Ich würde mal sagen, Pupille wird man drüben nichts sehen, aber auf der Seite. Schon, dann nehmen wir auch nochmal diesen dunklen Mix, den wir da vorne gehabt haben. Bist du bist hell? Ja, du gehst darüber. So, rollen uns da auch so ein kleines Kugel zusammen, dass wir jetzt auf dieses helle Auge draufsetzen und da anfilzen. So, mitten rein. Hallo Fliege, du bist auch wieder da. So. Immer mittig rein. Bis dann die richtige Größe hat. Lange Faser, die ziehen wir raus. Hallo Fliege. Grüß dich, was machst du da? Na komm, geh mal wieder woanders hin. So. Na, vielleicht könnte man ein kleines Fitzel da vorne dran, oder ich mache das kleiner. Ja, machen wir so. Dann machen wir einen Schatten quasi hier im Deckel. Dazu nehme ich wieder das Grün. Das müsste hier reichen. Als dünklerer Akzent, weil da vorne haben wir ja die Mischung Grün mit dem Hell. So, da ziehe ich mir die Fasern jetzt mal ein bisschen in die Länge, form dann so einen Halbkreis draus. Leg's hier an und fällt's mal drauf. Und wenn ich dann drauf komme, dass es nicht dunkel genug ist, kann ich ja nochmal was nach.
verbessern. Ja, da sind wir schon zu sehr in dem Teil. Dann nehmen wir einfach, also da wäre noch was klingt. Dann nehmen wir einfach so ein paar dunkle Fasern im dunklen Grün. Ganz wenig. Die legen wir da jetzt auch nochmal drum rum. Da reicht wirklich ganz wenig. Und schon hebt sich das farblich ab. Und am äußeren Rand von der Rundung blitzen wir jetzt das Dunkle da noch dran. Schon hebt sich das schön da vom Körper ab. Malen mit Filz. So. Dann machen wir noch Flossen. Rückenflosse, Brustflosse. Wie machen wir die? Die heben sich ja normalerweise auch recht gut ab. Da werden wir auch diese Mischung, das helle mit dem grünen machen. Das ist schon richtig, ein bisschen grün gehört noch. Ganz kleines bisschen grün gehört noch. Guten Morgen, Julie! So, zeig dir mal kurz. Wallewudel ist fertig. Mit Haaren und ich habe ihm noch so eine leichte Wimpernleiste verpasst. Jetzt schauen die Augen ein bisschen größer noch aus. Und ein bisschen kontrastreicher auch noch. Aber die Frisur finde ich Hammer. So, der darf da daneben stehen und darf zuschauen. Und weil ich noch Zeit hatte, habe ich angefangen, mir einen Untersetzer jetzt zu machen. Mit einem Fischmotiv. Bisschen Farbverlauf hier. So. Dankeschön. So, und für die Flossen mische ich mir jetzt eben ein bisschen helles Grün, ein bisschen von der Hautfarbe noch, die da noch rumliegt vom Wallewudeln. So haben wir den Kopf vorne auch gemacht. Und das ist jetzt schön abgemixt. Nehme ich mir ein bisschen was runter. Dann könnte sogar noch weniger sein. Dazugeben können wir ja immer noch. Das lege ich hier hinten an. Da soll die Rückenflosse sein. Bild's hier mal an. Ja, dass ich da auch schöne Kanten reinkriege. Nicht wundern, hier schwirrt eine Fliege herum. Die hängt sehr an mir und ich bringe sie nicht an. Ja, da ist sie wieder. Hier. Geh mal weg da. Ja, ich glaube, das werden wir sogar noch heller machen. Fliege. Die lässt sich nicht stören. Ich kann da filzen und das ist ihr völlig wurscht. Wie beruhigend muss ich sein? Ich gehe da jetzt nochmal mit heller drüber, weil mir einfach der Kontrast nicht... Fliege, geh mal auf die Seite. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Also, du wirst immer frecher. Gibt's ja nicht. Darf das wahr sein? Das darf doch echt nicht wahr sein. Fliege, du machst mich fertig. So. Ich
leg das hier nochmal an. Hier eine scharfe Kante. Und dann zieht sich diese Rückenflosse ein bisschen hinter den Körper. Das heißt nach hinten. Fliege! Du nervst. Zieh wie einen anderen. Such da wie einen anderen. Such den Kairos. Segiert ihn ein bisschen. Nicht mich. So. Also nach hinten gehend wird es dann schmäler. Und diese Körperform möchte ich nicht verändern. Die bleibt so. Also ziehen wir das da runter. Hier bleibt alles schön grün. Nur hier oben ist es heller. Sie lässt nicht locker. Setz dich auf den Fliegenpilz. Du bist eine Fliege. Setz dich auf den Fliegenpilz. Der steht auch noch immer hier, ja? Mit Schnecke drauf. Da kannst du dich draufsetzen. Und sieh hier nicht die Leute. So. Dann noch Brustflosse. Jetzt muss ich mal überlegen, ob man die hintere auch sieht und wo die dann vorkäme. Also, wenn wir sagen, hier wäre eine Brustflosse, dann wird die andere aber ziemlich hinterm Kopf verschwinden. Na, dann machen wir nur eine. So, dazu formen wir uns so eine rundlichere Form. Mit oben ein bisschen spitz zugehend, also wieder so tropfenmäßig grob mal vor. Dranlegen. Ja, könnte auch heller sein. Na, dann mixen wir gleich noch ein bisschen was Helleres rein. So. Legen wir da drum rum. Ja, ist ein besserer Kontrast. Das willst du mal da dann drauf. Nur halt ein bisschen kleiner als das, wie es jetzt hier angezeigt ist. Oder ne? Na, nehmen wir ein bisschen Material weg. So viel brauchen wir da gar nicht. So. Zupfen wir ein bisschen was weg. Wir werden schon für was anderes brauchen. Also rund, mit Tropfenform hier anlegen. Hinter den Kiemen, also hinter diesem dunklen Teil, hier rund. Die Ränder außen ein bisschen heranziehen. Die Flosse braucht nicht so groß sein. Es ist jetzt natürlich auch kein bestimmter Fisch, es ist einfach irgend so ein Fantasiefisch. Einfach in Farben, die mir gefallen. Ich mag einfach diese Farbverläufe. Und auf Grün stehe ich sowieso. So, oder? Machen wir hier die Flosse. Was fehlt jetzt noch? Da hinten möchte ich noch ein bisschen schlanker werden. Mir noch zu breit, aber das geht ja, weil es ja eben nicht zu fest drauf gefilzt ist. Da kann man ja noch schön variieren. So, dann würde ich sagen, man könnte hinten noch ein bisschen, aber nee, brauche ich gar nicht. Aber so einzelne Schuppen könnte ich jetzt noch drauf
legen. Mit allem, was da jetzt noch so herumliegt. So kleine farbliche Highlights reinzaubern. So. Dann nehme ich mir einfach ein ganz kleines bisschen von der Wolle, mache so einen Mini-Strang und mache wieder so einen Halbkreis draus. Leg's dann hier wie eine Schuppe drauf. Sag's ja, wo es fliege, die ist schon wieder da. Und filz es dann so im Halbkreis hier dran. So. Dass man da eine kleine Schuppe erahnen kann. Fliege! Sei doch nicht so lästig. Was mache ich mit dir, ha? Würde ich ja vor die Tür schmeißen, aber dazu müsste ich dich erstmal fangen. So, nochmal so ein Futsal. Nochmal ein bisschen Strang draus machen. Und mal im Halbkreis verbiegen. Dran setzen. Das Lose ein bisschen tiefer hineinfilzen. Bei dir sind die auch so. Ja, es ist. Ich meine, ich verstehe es ja. Bei dem Wetter aktuell würde ich als Fliege auch nicht draußen sein wollen. Aber man könnte ja zumindest so rücksichtsvoll sein, auch als Fliege, dass man die Leute nicht beim Arbeiten stört. So, noch eins. Komm her da. Lieber Strang. Wieder zusammen. Biegen. Ich setze mal da vorne hin. Da wirst zwar wahrscheinlich nicht mal wirklich großartig auffallen, aber das macht nichts. Da geht es ums Prinzip. Dann schnappen wir uns noch ein dunkles. Das setzen wir dann in den hellen Teil. Und dann werden wir noch die eine oder andere ganz helle irgendwo hinsetzen. So. Wirklich nur so ganz wenig umknicken. So draufsetzen. Und da anfilzen. Da geht es wirklich nur darum, dass das so ein farblicher kleiner Kontrast ist. Den mache ich noch da vorne irgendwo. Da wollte die Kurve nicht halten. Dann ziehen wir es einfach ab und setzen es nochmal. So, komm her da. Dann da mit dir. Genau. Noch eine. Lass dich da zusammenlegen. Nehmen wir dich hinterher.
Noch ein bisschen was. Schräg daneben. Und eine helle klatsche ich jetzt noch da hinten hin. So. Dann ist mein Fisch so weit vorbereitet, dass ich es nass filzen kann. Ziehen da mal ab. Und wenn ich es nass gefilzt habe, kann ich nachher noch hergehen und dann zum Beispiel aus dem dunklen Braun noch Umrandungen setzen. Jetzt geh mal weg, Fliege. Aber erst werde ich das mal nass filzen. So, danach muss es eh trocknen. Regen macht mich wahnsinnig. So, bei aller Geduld, bei aller Liebe, aber langsam macht sie mich wahnsinnig. So. Wir haben es eh schon 11, heute machen wir mal einen kurzen Stream wieder. Ich werde das eben nass filzen, dann mache ich nichts anderes, als dass ich mal die Hände dann wasche. Also Einseife, nass machen und dann zwischen den Händen reibe. Dann wird das schön flach, schön fest. Und wenn es trocken ist, werde ich euch dann zeigen, vermutlich am Montag, wo ich dann noch wie die Umrandungen hinsetze. Magen knurrt schon wieder. 2 Schokobananen waren nicht genug. Das wird dann geschwind erledigt sein, also wir werden dann am Montag was komplett anderes anfangen. Waldewudel haben wir ja jetzt fertig. Ich habe auch noch nebenbei andere Sachen am Start, die ich leider nicht alle im Stream herzeigen kann. Es sind Aufträge dabei. Die sind als Überraschung für jemanden gedacht, deshalb mache ich die natürlich nicht im Stream. Man weiß ja nie, wer zuschaut. Und wenn der dann sich denkt, die Katze kenne ich doch, den Hund kenne ich doch, den Vogel kenne ich doch, was auch immer, dann wäre das doof. Also das mache ich dann so nebenbei, außerhalb vom Stream. Da werde ich die Zeit vielleicht heute auch nutzen können. Und Fragen, hör auf zu knurren. Es ist gerade mal 11. Fischi werde ich jetzt einweichen, durchwaschen. Wallewudel sagt genauso wie ich, danke, dass ihr da wart. Danke für die netten kleinen Gespräche, wie üblich, ich freue mich immer. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Freitag, einen tollen Start ins Wochenende. Genau, ein schönes Wochenende auch dir, lieber Stiefelbär. Ja, viel mehr fallen mir jetzt nicht ein. Ich hoffe, das Wetter wird schön. Genießt das Leben, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns am Montag. Ab 9 geht's wieder los, bis zumindest 11 Uhr. Heute mal wirklich nur bis 11. Und dann schauen wir wieder, wie es läuft. So, vielen Dank, schönes Wochenende, tschüss euch, baba.